Hallo ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Kerzenvideo. Und zwar gibt's heute endlich den lang erwarteten Teil von meiner Housewarmer-Sammlung für den Sommer. Ihr habt echt schon nachgefragt, wann endlich die Serie weitergeht mit meinen Housewarmern und wann ich euch den nächsten Teil meiner Sammlung zeige. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Ich habe schon meine Sommerkerzen hier vor mir stehen und wir legen dann auch gleich los. Wie ihr wisst, vielleicht noch vom letzten Jahr, bin ich ja nicht so der Sommerdüftler. Vor allem hier bei, ja, 40 Grad oder mehr in der Dachwohnung hier oben. Da vergeht mir dann doch ein bisschen die Lust daran, eine Kerze anzuzünden oder eben auch irgendwie einfach nur Melz oder so. Aber ja, ein paar Sommerkerzen habe ich dennoch und ja, sind vielleicht auch ein paar mehr. Und die will ich euch jetzt kurz einfach zeigen. Ich stelle sie euch kurz vor. Und ja, genau. Ich werde auch wieder gucken, wenn es die Kerzen bei Amazon gibt, dann werde ich die wie immer unten in der Infobox verlinken über meine Affiliate-Links. Ihr wisst, wie immer, wenn ihr über die Links kauft, dann unterstützt ihr mich und meinen Kanal mit ein bisschen und für euch entstehen keine weiteren Kosten. Ich würde mich freuen darüber und ja, ich würde sagen, wir legen jetzt einfach mal los. Ich habe hier Yankee Candles, ich habe auch Goose Creek, ich habe Kringle, genau, ich glaube, das war's, und in verschiedenen Größen. Und ja, ich würde sagen, ich fange einfach mal mit den großen Housewarmern an und nehme die jetzt wahllos hier von der Seite und zeige euch die. Ich fange mal an mit der ersten für mich Sommerkerze. Also im Endeffekt ist das ja alles nur eine Empfindung, wie man die Kerzen einsortiert, aber ich finde, diese Kerzen sind für mich für den Sommer. Und ja, genau, wir fangen an mit Serengeti Sunset. Das war, glaube ich, auch mal eine Sommerkollektion vor ein paar Jahren gewesen. Und die gab es mal letztes Jahr, glaube ich, günstig bei Amazon. Und da habe ich nochmal zugeschlagen, weil die ist jetzt mittlerweile aus dem Sortiment. Und ich glaube, sie ist noch zu bekommen. Jetzt noch nicht so rar geworden, aber ja. Genau, und ich will ja jetzt gar nicht so lange irgendwie auf die Duftbeschreibung eingehen. Sie ist auf jeden Fall aus der Kategorie Fresh. Ich finde aber, dass sie auch irgendwie sehr fruchtig riecht. Sie hat eigentlich einen sehr angenehmen Duft. Sie ist noch ungebrannt, deswegen kann ich dazu auch nicht viel sagen, wie sie sich warm entwickelt. Aber ich mag den Duft eigentlich ganz gerne. Ja, ist so fruchtig, frisch und das ist eigentlich eine ganz cool, coole Kombi. Die mag ich gerne und ich finde auch das Label wunderschön. Ihr seht es ja, so ein Sonnenuntergang in der, ja, keine Ahnung, Savanne oder so. Irgendwo in Afrika, würde ich sagen. Und ja, genau, das ist die erste aus meiner Sommersammlung. Dann habe ich aus der, ich gucke gerade mal, aus derselben Kollektion, war auch ein Schnäppchen über Amazon gewesen. Und zwar ist das hier die Kilimanjaro Stars. Die war, wie gesagt, in derselben Kollektion. Das ist auch Afrika-mäßig. Ich fand die auch wunderschön. Die waren ja, aber auch eine Viererkollektion zusammen mit Egyptian Musk und Madagascan Orchid, glaube ich, war das gewesen. Und der Egyptian Musk ist ja bei vielen der Favorit aus dieser Kollektion gewesen. Auch die ist nicht mehr im Sortiment. Ich glaube, die sind alle vier aus dem Sortiment gegangen. Und das ist auf jeden Fall ein sehr herber, männlicher Duschgelduft. Sowas in die Richtung. Auch noch ungebrannt, wie ihr seht. Und die hat mega viel Duftöl. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Das ist hier alles, da sieht man es, glaube ich, ein bisschen. Alles Duftöl und ja, ich muss mal gucken, was die für ein Gussjahr sind. Ja, 2017, also ein relativ neuer Guss. Ja, die auch. Das heißt, neu sind ja auch schon 2 Jahre, aber ich finde die auch wunderschön. Ich mag das dunkelblaue Wachs und ich finde einfach das Label so schön. Ich weiß nicht, ob ich die abbrennen werde, weil das sind ja nicht so meine Favoritendüfte, diese männlichen Parfümdüfte. Aber ja, schauen wir mal. Genau, das sind die beiden und die anderen beiden habe ich leider nicht im großen Glas aus der Kollektion. Deswegen machen wir mal mit einer anderen Kollektion weiter. Und zwar ist das die aktuelle Sommerkollektion von letztem Jahr. Also nicht die aktuelle von diesem Jahr, sondern von letztem Jahr. Und davon habe ich 3 aus der Kollektion. Und zwar fange ich mal an mit der Coconut Splash. Die kennt ihr wahrscheinlich auch alle. Die ist meiner Meinung nach schon ein bisschen verfärbt. Ich bin mir nicht sicher, die stand im Schrank, also im Dunkeln. Und ich habe aber das Gefühl, die wäre
rein weiß gewesen. Ich weiß nicht, könnt ihr mir mal sagen, wie die bei euch aussieht? Ich dachte eigentlich, die wäre rein weiß gewesen, aber die ist jetzt so ein bisschen leicht, ja, gelblich, aber das ist nicht weiter schlimm. Oh, die riecht so toll. Ich mag den Duft so gerne. Sie ist auch noch ungebrannt, da ich den Duft ja in einem Melt Cup hatte und der immer noch riecht, obwohl ich den letztes Jahr schon so extrem benutzt habe. Und ja, deswegen musste das Glas einfach noch nicht dran glauben. Aber das riecht so toll nach so einer, finde ich, Kokos-Bodylotion. Ist mal ein ganz anderer Kokosduft. Der hat kein Ananas mit drin. Und obwohl ich ja diese Pina Colada-Düfte eigentlich auch gerne mag, aber der ist halt rein. Der ist so, ja, einfach sanft wie eine Seife oder eine Bodylotion und einfach nur so nach Kokos, ja, Kokoswasser, Kokosmilch eher so in diese Richtung. Und den mag ich auch super gerne. Genau, dann habe ich aus derselben Kollektion noch den Warm Desert Wind. Die habe ich mir letztes Jahr dann zusammen bestellt, die beiden, weil ich hatte die komplette Kollektion in den Melt Cups gehabt und getestet und die haben mir eigentlich beide ganz gut gefallen. Deswegen durfte der dann auch nochmal mit und selbe Spiel, da habe ich auch immer noch den Melt Cup, den ich nutze und deswegen ist der auch noch ungebrannt. Und ich hatte am Anfang gehofft, dass der so ein bisschen in die Richtung geht von Egyptian Musk, weil der ja wie gesagt aus dem Sortiment geht und der dann ja so eine Art Ersatzduft quasi. Die haben ja auch ein sehr ähnliches Label und aber er ist doch anders. Aber ich mag ihn auf seine Art auch total gerne. Das ist so ein, ja, so ein würziger, wie soll ich sagen, schon Parfümduft. So in die Richtung, es ist auch aus der Kategorie Fresh und ja, das ist so ein richtig würzig warmer Duft und der passt super in den Sommer, auch wenn ich das erst nicht so gedacht habe, aber das ist echt ein Top-Sommerduft und ja, ich habe mich irgendwie mit denen angefreundet und deswegen durfte der auch einziehen. Als dritter und letzter Kandidat aus der Sommerkollektion, das war glaube ich die Just Go Kollektion, ist eingezogen bei mir der Misty Mountains. Den hatte ich auch schon mal in einem anderen Video gezeigt und schon was dazu gesagt, weil der ist für mich so eine, ja, so eine Art Hassliebe. Ich finde das Label wunderschön. Ich wollte den von Anfang an haben. Ich habe den gesehen und wollte das Glas haben, weil ich den einfach wunderschön finde. Diese Berge und den Nebel. Und für mich ist das auch absolut eigentlich keine Sommerkerze in dem Sinn, weil das Label halt auch sehr herbstlich wirkt, finde ich. Aber der Duft ist halt schon eher in diese Kategorie. Also man kann es auch noch bis in den Herbst rein. Und das ist halt ein ganz spannender, interessanter Duft. Und am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, damit komme ich überhaupt nicht klar, weil auch der fällt in diese Kategorie Männerparfüm oder so in die Richtung. Und ja, keine Ahnung, das war am Anfang überhaupt nichts für mich, aber ich hatte den dann ein paar Mal an. Da ist auch, glaube ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber irgendwie so Minze oder sowas mit drin. Und der hat so einen ganz eigenen Geruch, den ich überhaupt nicht beschreiben kann. Da ist auch Vanille drin, wie ihr seht, weil ich habe mal gelesen, die Deckel, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wenn die Deckel so ein bisschen beschlagen sind, dann ist da immer Vanille drin. Und das ist einfach, ja, so ein pudriger Duft. Irgendwie habe ich mich doch in ihn verliebt und er musste dann einziehen im großen Glas. Genau, das sind die. Dann habe ich, mit was mache ich weiter? Genau, ich mache mal mit der Dreierkollektion weiter. Ich denke, ich habe euch die auch schon in einem anderen Video gezeigt. Die gab es letztes Jahr in einem Dreierpack, auch bei Amazon oder war es schon vorletztes Jahr? Ich weiß es nicht mehr, ist ja auch völlig egal. Ich gucke mal auf das Gussjahr 2016. Kann es nicht sagen. Jedenfalls geht es einmal hier um den Cherry Lemonade. Den wollte ich auch schon ewig mal testen und der hat nicht so ein schönes Label. Der hat so ein paar Blasen hier drin, aber das stört mich nicht weiter. Den wollte ich schon immer mal testen und dann gab es den eben, wie gesagt, in einem Dreier-Set bei Amazon relativ günstig und dann musste ich die unbedingt haben. Und der riecht auch wirklich genauso, wie man sich den vorstellt. Also einfach nur oh, so nach Zitronenlimo mit ein bisschen Kirsch drin. Total spritzig, frisch. Man riecht irgendwie die Kohlensäure raus. Also ich mag den super gerne, zumindest kalt und ja, warm habe ich mich noch nicht dran getraut. Einfach nur, weil ich den auch so schön finde mit dem extrem, ja, schon fast wassermelonefarbenen Wachs. Und ja, vielleicht darf er ja jetzt im August nochmal ran. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, kennt ihr ja schon. Hab immer so ein bisschen Probleme, neue Kerzen anzuzünden. Aber ich bin wirklich dabei, die aufzubrauchen. Und habe schon einige Housewarmer leer. Und
Ich bin echt dabei, aufzubrauchen. Als nächstes kommen wir zu der zweiten Kerze, die mit in dem Set war, und zwar Lemon Lime. Die ist schon angebrannt, wie ihr seht, und auch die finde ich ganz cool. Die riecht meiner Meinung nach einfach wie Sprite. So könnt ihr euch das vorstellen, wie eine schöne, pappig süße Zitronenlimo. Genauso riecht das und nicht anders. Und ja, mehr kann ich dazu auch eigentlich nicht sagen. Die war gut, die hatte auch gut gebrannt, hatte sich gut verteilt hier. Ich fand den Duft nett. Für den Sommer echt okay. Und naja, hübsch ist jetzt vielleicht was anderes. Das Label ist jetzt nicht wahnsinnig aufwendig oder so. Es ist sehr einfach, aber reicht. Und ich mag die Wachsfarbe nicht so gerne, weil das Grün ist halt nicht so meins. Aber ja, darf trotzdem in meiner Sammlung sein. Und die dritte im Bunde war die Pineapple Paradise. Und ich wollte ja auch schon ewig einen Ananasduft. Ich hätte ja auch so gerne, ich wollte ja immer auch den Paradise Spice, obwohl da, ich weiß gar nicht, ob da Ananas drin ist, aber der ist ja auch so toll. Aber ich wollte einfach mal einen richtigen Ananasduft und der ist so mega. Der riecht ja wie diese Ananas-Husten-Bonbons von Vic, die es früher immer gab. Ich weiß nicht, ob es die aktuell noch gibt. Ich hatte die immer als Kind und ich habe die geliebt. Diese kleinen dreieckigen, vielleicht kennt ihr die noch. Genauso riecht der einfach nach Ananas-Bonbons und oh, das ist so toll. Ich weiß auch gar nicht, warum der noch nicht gebrannt hat. Irgendwie, wenn man so viele Kerzen hat, irgendwie vergisst man dann immer mal wieder so die tollsten Düfte. Aber wie gesagt, ich bin dran und ich versuche echt aufzubrauchen. Ich bin da gerade arg hinterher. Genau, dann haben wir, ich würde sagen, ich mache mal weiter mit zwei der absoluten Klassiker für den Sommer, meiner Meinung nach. Das sind zwei sehr beliebte Düfte und ich fange mal an mit dem Lake Sunset. Der ist ja auch jetzt aus dem Sortiment und viele von euch lieben diesen Duft, ich weiß das auch, aber mein Favorit ist er definitiv nicht. Ich mag den, der ist ganz nett, da ist ja auch irgendwie Ananas oder so drin. Also hat auf jeden Fall eine fruchtige Komponente. Der soll ja riechen wie das rosane Parfüm von Bruno Banani, falls ihr das kennt. Ich finde es jetzt nicht so ganz, aber es hat vielleicht eine Ähnlichkeit. Ja, riecht auf jeden Fall sommerlich, fruchtig, frisch, parfümig und er ist okay. Aber ich bin jetzt nicht irgendwie traurig, dass der aus dem Sortiment geht oder muss mir da jetzt 100 Backups besorgen. Mir reicht der Rest und ich bin auch echt nicht traurig, wenn der dann mal aufgebraucht ist. Das Label ist schön, aber ja, die verfärbt auch ein bisschen beim Brennen. Also es ist jetzt halt nicht so mein Favorit. Ich bin ja eher der Food and Spice Mensch, wisst ihr ja. Genau. Lieber mag ich aber den nächsten Duft und zwar ist das hier der Pink Sands. Den mag ich total gerne. Also wenn ich jetzt Lake Sunset und Pink Sands vergleichen muss, dann mag ich den auf jeden Fall lieber. Kann auch einfach daran liegen, dass ich davon schon, glaube ich, ein oder zwei Gläser früher mal aufgebraucht habe, schon vor einiger Zeit, vor einigen Jahren. Und ich den Duft einfach mag. Das verbindet halt auch immer Erinnerungen und so. Und der hat auch so eine fruchtig... Eigentlich haben die ähnliche Duftkomponenten. Zumindest ist sie auch fruchtig, frisch. Vielleicht nicht gerade parfümig. Ich glaube, die hat Melone drin, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und ja, auch die ist ein bisschen verfärbt, aber das macht mir nichts. Das Label finde ich wunderschön. Diesen rosa Strand finde ich ganz toll. Da würde ich gerne mal hin. Ja, und den Duft mag ich lieber. Der ist ein bisschen süßer, ein bisschen pappiger noch als der Lake Sunset. Ja, genau. Aber den mag ich auch super gerne. Den würde ich mir auch wieder nachkaufen. Ich glaube, der ist auch noch weiter im Standardsortiment, meine ich. Gut, dann habe ich noch zwei große Yankee Candle Gläser und ich mache mal weiter mit dem Juicy Citrus and Sea Salt. Das ist ein USA-Duft, wie man sieht, auch am Label. Den habe ich mir mal letztes Jahr mitbringen lassen und der darf im Moment aktuell relativ viel brennen. Man sieht es auch, der ist schon gut weggebrannt, der war ja noch fast voll gewesen. Den hatte ich jetzt ein paar Mal an, weil ich finde einfach diese Zitrusdüfte jetzt bei der extremen Hitze recht angenehm. Und da ich ja trotzdem immer, wenn meine Kundinnen kommen, hier ein bisschen was düfteln haben will, dufte die brennen. Und ich muss halt sagen, in meinem großen Wohnzimmerbereich hier, wo ich habe ja Wohn-Esszimmer, Flur ist ein Bereich und das schafft die nicht. Also da riecht man fast nichts von. Aber in meinem kleinen Studio war die genau richtig und da hat man die auch wahrgenommen, war nicht zu übertrieben. Und nicht zu penetrant für die Kundin, aber ich fand es auch sehr angenehm. Aber die ist halt schon sehr
sehr dezent. Ich habe ja den Tipp bekommen von dem lieben Hannes. Kennt ihr ja wahrscheinlich auch hier bei YouTube. Ich kann euch ja mal seinen Kanal in der Infobox verlinken. Er hat gesagt, ich soll es mal unter dem Candlewarmer testen. Und ja, irgendwie mein Candlewarmer, der ist irgendwie immer hier hinten irgendwo im Kopf und ich vergesse den immer. Und ja, vielleicht werde ich es da nochmal probieren, ob die da ein bisschen intensiver ist. Danke für den Tipp auf jeden Fall. Und genau. Ja, riecht halt einfach nach dem, was draufsteht, ne? Einfach zitrisch, ein bisschen Zitrone-Orange-Mix, so, aber nicht Klostein. Mag ich ganz gerne. Genau, dann kommen wir zur letzten großen Yankee Candle. Das ist dann der einzige, glaube ich, Food and Spice Duft aus den Sommerdüften. Und ja, was heißt Sommerdüften? Er gehört halt irgendwie für mich in den Sommer. Ich werde die Kerze wahrscheinlich nie anbrennen, ich weiß es noch nicht. Das ist so eins meiner Schätzchen, und zwar der Fudge Ripple. Ich habe den jetzt in die Sommerkategorie getan, weil er halt einfach diese zwei Eiswaffeln vorne drauf hat. Aber das ist halt so ein traumhafter Food and Spice Duft. Oh, der ist so lecker. Der riecht halt genauso, wie das Eis hier aussieht. Nach Waffeln mit, ja, so Stracciatella-Eis, würde ich sagen. Also einfach so Milcheis mit Schokolade. Das ist so lecker und ach, ich weiß nicht, ob ich die jemals anzünden kann. Auch hier sieht man wieder den Vanilleanteil im Deckel. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt. Der ist auch so leicht gefrostet. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob ich die anzünden kann. Ich liebe die. Ach, das ist so ein Schätzchen und ich finde die ganz, ganz toll. Ja, genau. Die gehört auch schon seit einer Weile in meine Sammlung. Ist auch ein 17er Gussjahr. Also, ja, habe ich jetzt vielleicht 2 Jahre. Jo, das sind die großen Yankee Candle Gläser. Dann habe ich noch ein großes Glas von Goose Creek. Die hatte ich auch schon ein paar Mal in Videos gezeigt. Das ist hier die Summer Shabbat oder ich weiß immer noch nicht, wie man das ausspricht. Ist auch völlig egal. Die hatte ich ja mal von TK Maxx hier für 16,99. Die hatte ich letztes Jahr relativ viel brennen. Dieses Jahr ist sie mir irgendwie vergessen gegangen. Hatte ich bis jetzt noch nicht an. Und ich muss sagen, sie ist noch in Ordnung. Man sieht schon ein bisschen die Verfärbung oben. Das haben ja die Goose Creek ganz oft. Und ich finde, sie hat auch schon einen leichten Touch von verbrannt riechen, was ich nicht so schön finde. Und bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ansonsten werde ich die auch unter dem Candlewarmer weiter abfackeln, weil ich habe keine Lust darauf. Die Goose Creek haben ja öfter mal das Problem, dass die dann irgendwann nur noch verbrannt riechen. Und das will ja keiner. Deswegen kaufe ich mir auch keine Goose Creeks mehr. Ich kaufe nur noch die Melts und ja. Das ist auch, glaube ich, nee, ist nicht meine einzige. Ich habe noch ein paar Herbstdüfte, Herbst-Winterdüfte von Goose Creek. Ja, keine Ahnung, aber die riecht lecker nach, ja, nach so Erdbeereis, nach so einem Wassereis, nach so einem Sorbet halt einfach. Und genau. Gut, dann haben wir noch, ich mache mal weiter mit dem Glas hier. Die habe ich jetzt mal mit reingenommen in die Sommerdüfte. Und zwar ist das hier dieser, ja, diese Tumbler oder wie auch immer man die nennt. Ich kann es immer nicht unterscheiden, welche jetzt diese Tumbler sind oder diese, wie heißen die, Pilarkerzen oder wie auch immer. Das ist die Wedding Day. Die gab es ja mal mit der Black Coconut zusammen in diesem Bundle bei Amazon und daher habe ich die. Ich habe die noch nie gebrannt, aber ich glaube, dass Wedding Day auch ein schöner Sommerduft sein könnte. Den könnte man natürlich auch im Frühling gut nutzen, denke ich. Ein Rosenduft geht immer. Aber jetzt so im Sommer, glaube ich, ist der auch ganz cool. Und der riecht halt wirklich so nach ganz sanft nach Rosen. Auch so nach hellen Rosen. Vielleicht auch so ein bisschen nach einer Creme oder Bodylotion. Also es ist was sehr Cremiges, wie so eine Seife oder so in die Richtung. Und ja, den muss ich auch unbedingt mal testen. Aber ich habe den auch die ganze Zeit irgendwie vergessen. Und ja, so ist das halt, wenn man so eine große Sammlung hat. Ja, dann machen wir weiter. Ich habe noch ein paar mittlere Gläser von Yankee Candle und zwar einmal hier den Waikiki Melon. Den hatte ich, glaube ich, auch schon mal in Videos gezeigt. Den habe ich mal geschenkt bekommen. Der ist ja auch aus dem Sortiment. Das ist ein ganz altes Gussjahr, 2013. Oh, der ist so toll. Ich wünschte, ich würde noch mal ein Glas davon bekommen, aber ich möchte nicht diese horrenden Preise dafür bezahlen. Aber der ist sehr, sehr schön. Der war ja... Den habe ich geschenkt bekommen, der war schon angebrannt, der hatte getunnelt, deswegen sieht das Glas auch so aus. Aber ich finde, ich habe den eigentlich relativ gut wieder hinbekommen soweit. Ja, der hat schön gepoolt und jetzt ist es soweit wieder gerade, man kann es wieder brennen. Oh, der riecht so toll. So richtig schön fruchtig nach Melone und ich weiß nicht, was das für eine Melone ist, aber es riecht so, so lecker und das ist halt auch eine super Sommer,
Kombi und ja, finde ich echt klasse. Da hätte ich auch echt gerne mehr von. Dann habe ich hier noch ein mittleres Glas von Yankee Candle Cassis. Der ist auch aus dem Sortiment, was mich überhaupt nicht traurig macht, weil ich finde den ganz furchtbar. Oh, der ist, der geht echt überhaupt nicht. Der riecht mehr nach Parfüm als nach Frucht. Und keine Ahnung, er ist ein Fruitduft, aber der gefällt mir nicht. Den hatte ich nur mitgenommen, weil der damals auf 9 Euro reduziert war beim TK Maxx. Und da habe ich gedacht, ach komm, nimmst du mal mit, gibst der mal eine Chance, warm. Aber die ist warm. In meiner Nase genauso schlimm wie kalt. Ich werde sie noch abbrennen, aber ja, das war's dann aber auch. Und wie gesagt, der Duft ist aus dem Sortiment, also für mich jetzt nicht gerade schade. Dann habe ich aber noch eine mittlere Yankee Candle, wo ich es sehr, sehr wohl schade finde, dass sie aus dem Sortiment gegangen ist. Und zwar ist das hier die Sunset Breeze. Das ist auch was, wo ich überhaupt nicht verstehen kann, wie man so einen Duft aus dem Sortiment nehmen kann. Die finde ich auch super klasse. Das Label ist so wunderschön. Oh, die riecht so toll. Oh, die riecht so mega. Die riecht so fruchtig. Das ist auch eine Fresh-Kerze, aber die riecht total fruchtig, frisch, sommerlich, so richtig süß und oh, die ist so toll. Ich liebe Sunset Breeze. Und ich habe nie erwartet, dass die so riecht. Als ich die das erste Mal gekauft hatte und da habe ich so ein, ja, ich weiß auch nicht, so ein Meeresduft erwartet und dann kam dann dieser Fruchtduft dadurch und ich dachte, oh, wie toll die einfach nur ist und da gehe ich auch ein bisschen sparsam mit um, weil, ja, die ist dann doch schade, wenn die leer geht und was habe ich denn da für ein Guss, ja, 16. Ja, da bin ich ein bisschen traurig, wenn die mal leer geht, aber sie ist halt leider, aber ich glaube, man bekommt sie noch irgendwie, aber genau. Dann kommen wir zur letzten mittleren Yankee Candle und zwar Bahama Breeze. Die habe ich auch vor kurzem erst bekommen, ja, vor einer Weile. Das ist ein 14er Gussjahr, also auch schon etwas älter und ich liebe Bahama Breeze, die ist ganz klasse. Die hat auch so diesen, ja, typischen Cocktail-Duft. Sie hat so ein bisschen auch dieses mit Ananas und so wie halt das Label ist, so riecht sie auch. Wie so ein frischer Cocktail irgendwo im Urlaub an der Bar. Und ja, ich mag die super gerne. Auch die ist ein bisschen verfärbt, aber finde ich nicht schlimm. Das ist auch ein US-Duft. Die bekommt man in USA noch regulär im Standardsortiment, soweit ich weiß. Aber hier in Deutschland nicht mehr. Ich habe noch ein paar Tarts davon, also werde ich die auch aufbrauchen. Und ja, wie gesagt, in den USA bekommt man die, glaube ich, noch im Standardsortiment. Also es ist jetzt nicht sehr schwer, glaube ich, daran zu kommen. Ja, die mag ich auch super gerne. Dann habe ich noch, ich mache erstmal noch weiter mit den zwei Yankee Candles, die ich noch habe. Und dann habe ich noch die Kringle und dann sind wir auch schon durch. Dann habe ich noch ein Glas Yankee Candle Oud Oasis, heißt das, glaube ich. Ich dachte immer, das heißt Out, aber das heißt wohl Oud Oasis. Ich weiß es nicht genau, das ist wohl diese Duftrichtung. Den mag ich auch super gerne, auch der ist aus dem Sortiment mittlerweile. Und das ist ein ganz besonderer Duft, das ist so ein, der hat für mich so einen Räucherstäbchen-Charakter. Der riecht so total würzig nach Räucherstäbchen. Ich kann gar nicht sagen, was es genau ist. Ob da Sandelholz oder so mit drin ist, das riecht total wie Räucherstäbchen, die wir früher immer mal hatten. Und ja, auch der ist ja raus aus dem Sortiment und ich tue mir schwer, den zu benutzen. Aber es könnte sogar sein, dass der ein bisschen zu rauchig ist für den Sommer. Aber der war auf jeden Fall auch eine Sommerkollektion. Ich glaube, der war zusammen mit, ich muss kurz nachdenken, mit Moroccan Argan Oil und dem Frankincense oder wie der heißt, ne, der Weihrauch. Waren es nur drei? Ich glaube, das waren die drei zusammen in so einer, wie hieß die, irgendwas mit Bazaar-Kollektion, meine ich. Und ja, so riecht das auch, wie so ein, auf so einem Markt. Ja, sehr würzig. Und dann habe ich noch ein kleines Schätzchen in meiner Yankee Candle Sommersammlung. Und zwar hat mir die mal meine Schwester vor ganz vielen Jahren aus den USA mitgebracht. Gussjahr ist 2013. Es kommt auch, glaube ich, hin vom Jahr, wo sie mir die mitgebracht hat. Und seitdem steht die hier, die ist zwar schon angebrannt, aber trotzdem hüte ich die. Und ich glaube, ich werde mir den Rest einfach aufheben. Ich weiß es noch nicht. Ja, ich rede von
diesem Schätzchen hier, und zwar Triple Berry. Das ist eine Special Edition gewesen. Zu der Zeit habe ich mich noch nicht mit Yankee Candles befasst. Ich habe keine Ahnung, was für eine Kollektion das war. Auf jeden Fall hat die auch diesen tollen Silikondeckel, wie die Banana Cream Cake und Red Velvet und Chocolate Layer Cake, glaube ich, auch mal als Deckel hatten in der Kollektion. Und ja, die riecht einfach nach Eis. Steht auch hier drauf, hier unten, Limited Edition. Und das war wirklich ein dreifarbiger Tumbler, meiner Meinung nach. Wie das Eis hier auch ist. Ich meine, die hätte auch drei Farben gehabt. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Und das ist jetzt nur noch der Rest unten. Und nach was die riecht, kann ich auch nicht genau sagen. Sie riecht halt eben nach Erdbeereis oder so, aber es steht auch nichts drauf. Ja, und das war halt auch so eine Special Edition und die riecht super gut. Die hatte ich auch ganz oft in meinem Studio an, vor ein paar Jahren. Und ja, das ist der Rest. Und ich finde das Glas so toll, also das hebe ich auf jeden Fall auf. Auch hier mit diesem Label, das steht auch hier so ab. Ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist hier so gerade. Ich weiß nicht, ob das so Sinn der Sache ist, aber das ist, glaube ich, schon immer so, dass das nicht komplett draufklebt, sondern hier absteht. Ja, genau, das sind meine Yankee Candles oder waren meine Yankee Candles. Und dann habe ich noch eine Kringle und zwar auch eine sehr beliebte Kringle und zwar die Watercolors. Die habe ich auch ja bei TK Maxx, da gab es ja auch mal eine Story dazu, die habe ich schon erzählt in einem anderen Video. 12,99 für das, ich glaube, das ist ein kleines oder mittleres Glas, ich kenne mich da nicht so aus. Ich hatte noch nie ein großes Glas von Kringle, aber die sind relativ groß. Ja, und Watercolors ist für mich auch ein Sommerduft, weil das riecht einfach so total fruchtig. Da steht auch drauf, ich übersetze mal kurz, Erdbeer. Da ist auch, also Strawberry, Currant, ich weiß nicht genau, was das ist. Citrus, Apple, Sweet Pea, Jasmin, Rose, Sandalwood, Musk. Also ne, mit zitrischen Düften, Apfel, Jasmin, Rose, Sandelholz und Moschus und so weiter. Und ja. Die ist eine ganz tolle Kombi und ich vergesse die irgendwie auch immer. Ich weiß nicht, warum ich die noch nicht gebrannt habe. Ich weiß auch gar nicht, wo man hier in Gussia sieht bei den Kringles. Könnte vielleicht hier 2016 sein, aber ich weiß es nicht. Genau, die hatte ich auch mal vom TK Maxx und auch die ist recht toll kalt. Ja, ihr Lieben, das war meine kleine, feine Sommerkerzensammlung. Das Jahr ist rum. Ihr habt jetzt komplett alle Jahreszeiten meiner Kerzensammlung gesehen. Mich würde interessieren, ob ich weitermachen soll, ob ihr im Herbst wieder meine Sammlung sehen wollt. Die hat sich natürlich ein wenig verändert seit dem letzten Herbst. Könnt ihr mir gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob euch das trotzdem interessiert. Wenn sich da auch einige Kerzen wieder überschneiden vom letzten Jahr, kann ich dann gerne machen, wenn ich hier dann wieder umräume, meinen Schrank. Ich bin dieses Jahr echt ein bisschen spät dran, was die Sommerkerzen angeht, aber ja, es ist jetzt halt einfach so. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr freut euch, mal wieder ein bisschen Kerziges von mir zu sehen. Es wird auch weiterhin Kerzenvideos auf meinem Kanal geben. Das kommt halt immer mal wieder unterschiedlich. Es kommen halt eben einfach mal Bastelvideos, dann mal wieder Kerzenvideos. Das ist gerade, wie es mir passt und wie es ja einfach sich ergibt. Aber es wäre schön, wenn ihr trotzdem Geduld mit mir habt und trotzdem weiter auf meinem Kanal bleibt, denn die Kerzenvideos werden definitiv auch weiterhin immer noch kommen. Und ja, ihr Lieben, dann wünsche ich noch eine wunderschöne Zeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal und bis dahin macht's gut. Tschüssi!